So, ich habe auch nicht geguckt, wie viel wir jetzt eigentlich schon aufgenommen haben. Während dieser lustigen Fahrt kann ich das ja mal tun. Wir sind jetzt in der 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Das heißt, den Boss will ich heute auf jeden Fall schaffen. Hä? Ach man, das ist doch scheiße jetzt gelaufen. Naja. Jetzt ist der Druck weg. Jetzt mache ich den One-Hit. Pass auf. Also, One-Hit meine ich. Ohne den. Komm runter, du Spacken. Das ist Säule, Bruder. Da kommst du nicht vorbei. Alter, ich hasse es. Und von so einem lasse ich mich killen, weißt du? Kannst du auch keinem erzählen. Junge, jetzt beweg dich hier runter. Dankeschön. Motherfucker. Zack. Das ist Bad Luck. Ist eigentlich noch viel besser. Das war dumm. Mann, ich hasse es, wenn er das macht. Das ist einfach so eine Zeitverschwendung. Ich hab's begriffen, den Fehler, den ich einmal gemacht habe. Oh, tschüss. Ärgerlich. Ärgerlichst. So, dann kommen alle her. Paddy steigt hier. Dann direkt ein Double am Anfang ziehen, immer gut. Wieso lebst du noch, du Plepp da vorne? Mit dem Anvisieren funktioniert aber manchmal nicht, ne? Also was heißt, funktioniert nicht? Man muss halt wirklich manuell alles umschalten. Das ist ein bisschen anstrengend. Mein Gott, dieses Ragdoll. Party! Du bist ruhiger als letzte Woche. Ja, das stimmt. Schauen Kinder zu. Ich meine, ich bin ja dankbar wirklich, dass der Weg halt wirklich ein bisschen kürzer ist. Dennoch. Ich weiß auch nicht, was dennoch ist. Ich sehe bei dem Boss eigentlich schon eine Möglichkeit. So, ich muss halt. Das Problem ist halt, ich muss eigentlich nur aufpassen. Ich muss eigentlich nur seinen Angriffen gekonnt ausweichen. Und nicht Scheiße bauen. Das Problem ist, irgendwann werde ich immer nervös. Vor allem, wenn es dann demnächst Richtung Ende geht und ich dann vielleicht wirklich mal 3/4 Damage gemacht habe, dann wird mein Herz so hart pumpen. Ja, was ist das denn jetzt wieder? Ich glaube, ich kann ihm sogar ausweichen, ohne. Also, ich muss nicht ausweichen drücken. Ich glaube, wenn ich laufe, trifft er mich mit dem Angriff gar nicht. Doch, okay, war ein Test. Bitte töte mich nicht, ich will mich noch heilen, okay? Au. Mann! Ja, okay. Eieiei. Auf ihn zurollen ist da gar nicht so verkehrt, glaube ich. Nein! Ach Mann! Hey, schon ein Drittel geschafft! Das ist doch mal was! Gutes Detail bei dem Boss ist auch, dass, wenn man ihn oft am Schwanz trifft, man diesen abhaken kann. Hui. Jetzt frage ich mich, ob das bringt im Kampf, aber wahrscheinlich nicht. Ja, an seinen Schwanz zu kommen, klingt aber auch ganz schön hart. Und pervers. Aber ich sehe mich bei dem Boss tatsächlich. Also, ich ist nicht so wie bei letzte Woche, wo ich mir denke, bitte bring mich um. Ist ja auch mal ein nettes Kampffeld. Schlachtfeld. Nicht so eine enge Kackscheiße da. Das Einfachste in Dark Souls ist bei Bossen, die größer sind als man selbst, ist nah dranbleiben. Ja. Also ein Drehbuch nicht machen. Also ihm die ganze Zeit so richtig wortwörtlich auf den Sack gehen. Okay. Habe ich verstanden.
Ja, jetzt immer, dass ich meine 2000 Seelen verloren habe. Wegen dem Lümmel da. Das war auch nett, weißt du, am Anfang hatte ich voll Probleme bei dem. Jetzt denke ich mir so, du Idiot, läufst die ganze Zeit gegen eine Säule. Was kannst du eigentlich? Das denke ich mir. Komm jetzt hier runter. Dankeschön. Mach nicht den. Kann ich das irgendwie kontern? Wenn ich jetzt da reinschlage, dann wantet er mich ja. Einfach nur, um Zeit zu beschleunigen. Das dauert so fucking ewig. Ja gut. Ja gut. Ja gut. Und tschüss. So macht man das. So heilt man sich. Was habe ich nochmal gesagt vorhin? Weiß ich nicht. Achso, warte. Also ganz theoretisch, ne? Die sind doch eigentlich. Sind doch eigentlich Plebs. Ich kann doch eigentlich hier einfach vorbeirennen, oder? Muss mich um diese Dullis gar nicht kümmern. Macht die Sache ein bisschen einfacher auf, wenn ich jetzt schon zwei Essensflakons verkackt habe. Naja, naja, naja. Vielleicht hätte ich es auch gar nicht benutzen müssen. Egal. Hat jemand, tatsächlich. Ich hätte nicht gedacht, dass sie die Leiter hochkommen. Aber egal. Alter. Was macht er da eigentlich? Was hat das zu bedeuten? Oh, warte mal. Oh nein. Ich kann das Spiel nicht pausieren, ne? Nein! Du Kackspiel! PS5, man muss gedrückt halten. Mein Auge juckt. Ah! Ah! Man muss bei PS5 gedrückt halten. Ah! Ist theoretisch mein Gott. Härter auf der PS5. Wenn man Pause machen will. Oh. Ist ein eher schwerer Boss. Dann habe ich Hoffnung, weil ich finde den eigentlich. Ich sehe mich da tatsächlich. Durchaus. Hallo? Was? Ging das Spiel weiter währenddessen? Okay, Spiel. Touché. Ging das Spiel weiter währenddessen? Das ist ja räudig. Ich musste mich mal im Auge kratzen. Entschuldigung. Im Auge, ja. Das ist ja räudig. Also, dass es wirklich so gar keine Pausefunktion gibt, finde ich schon ein bisschen hart. Also, einfach mal, ne? Wenn das Gesicht mal juckt, oder man mal kacken muss. Das ist schon mies. Oh Mann, das war voll der gute Versuch bisher. Aber wenn es keine Pause gibt, dann werde ich das jetzt mal kurz nutzen, glaube ich, und mal kurz urinieren gehen. Und hoffe, dass ich jetzt hier nicht sterbe. Einen Moment. Ich beeile mich auch. Ich kann ganz schnell pinkeln. Ich ziehe Hose schon runter, während ich losrenne. Wo ist der Pause-Button? Da. Ah, ich schwitze. Ui. Ja, in der Folge. Ist mir scheißegal.
Ich habe mich nicht gemutet. Hat man die Spülung gehört? Wäre funny. So. Aber okay. Muss ich mich mit anfreunden, dass es keine Pause gibt. Das ist schon mies. Wie gesagt, wenn einem einfach mal eine Fliege ins Auge fliegt, so wie mir gerade. Ist zwar nicht passiert, aber das schon. Das kickt schon, sage ich mal. Was haben wir dabei jetzt gedacht? Weiß ich auch nicht so genau. Ach man! Ich. Ja, wieder schnell fertig werden will. RIP. Netter Versuch, Bruder. Oh. Habe eine Rüstung bekommen. Die sogar besser ist. Zumindest in der insgesamten Abwehr. Ich nehm's mal. Vielleicht sollte ich die doch plätten. Hilfe. Hast den falschen Aufzug benutzt. Komm, den Boss lege ich heute noch. Ich schaff das. I can do this. Hier ist wie mein Boss. Ja, wie viel gab es nochmal? 21, glaube ich, ne? Sehr witzig. Hallo, ich habe zuerst geboxt. Finde ich unfair. Ja, wie habe ich genau... Finde ich witzig. Hä, was war das jetzt gerade? Ach man, Kumpel. Jetzt pack it weg. Pack it weg. Danke, wenn du das noch nicht gehört hast. Zack. Oh. Ja, ich habe gerade im Badezimmer auch gehört, dass es hier so leicht nieselt. Ein ganz bisschen. Ich versuche nochmal hier durchzurennen. Jetzt hat es funktioniert. Ah, der Cock blockt mich wieder. Irgendeiner Cock blockt halt immer. Ich finde das geil, dass sie auch einfach kackenfrech hochklettern. Moment, wo war der aus? Hä? Achso, weiter nach oben. Entschuldigung. Hilfe. Okay. Yay, yay, yay. Okay, ich lebe. Oder ich habe kein Damage genommen. Darauf kommt es an. Ich hätte mich vorher heilen sollen. Wie jetzt? Das war fies. Ich
Tut mir leid, dass ich meine eigenen Tipps nicht befolge. Mann, ey! Einfach vom Dach gefallen. Wie so ein Depressiver. War das zu böse? Weiß ich nicht. Ist mir auch egal. Es ist mir egal. Die Tore verschwinden einfach in der Wand. Schlechtes Game Design. Mann, ist das Spiel hässlich. Werde ich heute noch fluchen? Weiß ich nicht. Das war ja theoretisch auch beim Boss passiert. Aber der Auslöser war halt die Tatsache... Warum bin ich gesprungen? Ja, der Auslöser war ja eher, dass halt der Weg bis dahin halt so elendig lang schon war. Das ist heute halt zum Glück nicht der Fall. Das wird bestimmt wieder passieren. Oh Gott, der hat schon zum Kackangriff angesetzt. Warum muss... Ach komm. Mach's doch nicht so schwer, Mann. Jetzt, ja, soll es treten eigentlich. Fun Fact. Hahaha, kein Ausdauer mehr. Funny. Okay, tschüss. Noch eine kleine Scherbe. Mein Tipp ist bei dem Kampf nicht unbedingt anzuvisieren. Echt? Die haben schon eine ekelhafte Reichweite auf jeden Fall, die Kollegen. Letzte Woche war ja ein Tutorial. Ja nun. Ja, mein Ziel ist es, hoffentlich, dass ich ihn heute noch lege. Das wäre halt echt nice. Achso, nicht anvisieren, hast du gesagt. Boah, ich finde es dann aber viel schwieriger, seine Angriffe zu sehen, tatsächlich. Ach komm! Ach komm! Ja gut, nämlich. Aus selber noch ein Schild. Kann man nicht schönreden. Okay, komm. So. Mann, wieso passiert mir das? Hör auf damit, Leon. Hör auf, vom Dach zu springen. Ich weiß, ich habe schon eine Waffe verbessert. Die ich gerade benutze, leider. Die bestimmt bald kaputt geht oder so. Oh, ich will nicht mehr vom Dach fallen. Ich bin es leid. Ich bin es leid, vom Dach zu fallen. Du wolltest anvisieren. Das ist das Problem beim Anvisieren. Ich verstehe. Immer schön nah dran bleiben, ja. Ich versuch's mal mit anvisieren, aber nah dran bleiben. Also im Zweifel nach vorne ausweichen. Hui. Wisst ihr, was ich auch so abwechselnd mal wieder cool fände? Wenn ich es schaffen würde, den Dulli zu besiegen, ohne dass ich mich danach heilen muss. Das wäre ein Träumchen. Das ist mein Ziel. Wünsche mir zu Weihnachten. Komm her. Jetzt hängt er da oben fest, ey. Ich hasse ihn. Warum ist deine KI zu blöd, diese Säulen zu sehen? Komm schon. Danke. Ach, come on, Alter. Das wollte ich gar nicht, aber okay, er hat getroffen. Nicht so schlimm. Ja. Doppelt hält besser der Tritt. Was war das jetzt? Er wollte gerade in Fahrstuhl gehen, ich hab's gesehen. Okay. Gut. Ach komm. Mann! Das hat mich jetzt so irritiert, nur deswegen wurde ich getroffen. Ja, ja. Komm aus deiner Kackecke da raus. Mann! Es ist lächerlich. Oh. Trink einen Schluck. Mann, 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 Mann. Ich habe mich an einen Crash 1 gekriegt, wo ich so richtig laut geschrien habe einmal. Ich hätte mich doch noch dumm gestorben bin. Ich weiß gar nicht mehr genau, was der Kontext war. Mmh.
Ich glaube übrigens, der Dude hat sich gerade, als er nach oben teleportiert ist, hat er sich, glaube ich, geheilt. Ich glaube, da hat er sich geheilt. Die dumme Sau. Danke. Komm. Nicht wieder nach oben. Einfach sicherheitshalber nochmal nachtreten. Ha! No damage, ihr Loser. So, und jetzt lass mich von den Kleinen wieder so richtig durchnehmen. Richtig Bock drauf. Einmal direkt durchrennen ist wahrscheinlich die beste Taktik. Dann haben die am wenigsten Zeit, sich hier zu gathern. Genau, guck mal. Aber der Kokzukere kommt dann angeschissen. Genau wie der. Trifft mich gleich zweimal. Ja, lecker. Falsche Taste. Ich bin übrigens immer wieder ein bisschen irritierend, wenn ich hier spawn und einfach so flop runterfalle. Das war fies. Hey! Wie dreimal! Ja, ne? Falscher Eingang. Wo laufe ich eigentlich jetzt lang? Oh mein Gott, ey. Was ist gerade los mit mir? Das ist automatisiert, der Weg hierhin. Und jetzt denke ich gerade kurz über den Weg nach. Und jetzt denke ich mir so, wo laufe ich die ganze Zeit lang? Ach ja, als ich unter der ersten Folge noch beschwert wurde, die Folge wäre zu kurz. Ja, soll man nicht rumheulen. Es ist halt, verirren sich viele Rumheuler hierhin. Ich weiß nicht, was da los ist. Bei mir muss man einfach das Rumheulen ablegen. Es bringt nichts. Also nicht, weil ich stur bin, sondern weil ich einfach scheiß unkompetent bin mit allem. Und deswegen, komm. Ich kann das raustreten, okay. Das ist super. Ich kann das Das ist doch kacke, was soll das? Spawn nicht immer. Das ist dumm. Das ist buggy. Das ist schlecht. From Software, da habt ihr schlechte Arbeit geleistet. Jetzt komm hier runter. Du Haufen. Mann! Weil der Tritt nicht getroffen hat. Das ist immer der Sicherheitstritt. Ich glaube, ich könnte ihn zwar auch so treffen, aber. Ich habe Angst, dass es das nicht tut. So. Gib mir dein Leben, du Lappen. Okay. Heul nicht rum. Geaustrickst. So. Ha, heul nicht rum. Hm. Der Anfang ist nett. Warum sticht er jetzt? Hat er nicht sonst mal nur zweimal gestochen oder bin ich komplett grenzdebil? Boah, deine Mutter! Alter.
Tralalalala. Na, Junge, Junge. Jung, Mini-Jung. Hey, er ist halt runtergekommen. Säule im Weg. Mann, Säule im Weg! Du Kackersäule. Fick dich, du Kackersäule. Nicht an. Tritt. Danke. Was war das jetzt? Was ist da jetzt passiert? Habe ich jetzt wieder gar nicht verstanden. Hau doch nicht ab von mir, Mann. Meine Fresse. Die 5 Säulen des Islam. Sind das 5 Säulen? Wow. Oh, wäre es zu schön gewesen, wenn ich immer nur Damage durchgekommen wäre. Okay. Er macht diese komische Schwingel-Ding-Attacke dreimal. Das heißt, dreimal muss ich da ausweichen. Am besten rolle ich immer so ein bisschen zu ihm hin. Wäre wahrscheinlich immer das Beste irgendwie. Vielleicht auch nicht. Ich hab grad. Ich esse, wir wollen nicht ausweichen gerade. Jetzt. Ausweichtaste hat gar nicht funktioniert. Ja, ist okay, Bruder. Der. Hallo? Hä? Ich hatte doch eben nicht so eine Probleme. Das verstehe ich jetzt wieder nicht. Okay. Von vorhin die ganze Zeit ausweichen, wenn er das macht. Ich check's nicht. Uiuiui. Hä? Ey, jetzt mal ganz im Ernst. Was ist hier los? So, warum hat das eben nicht funktioniert? Keine Ausdauer mehr. Geht doch. Hä? Verstehe ich, was das Problem da gerade ein paar Mal war. Oh, ich hab falsche Taste gedrückt, oh Gott. Nee. Ha! Jetzt kommt ein zweiter! Zwar mit halbem HP, aber trotzdem. Oh Gott. Okay, sehe ich trotzdem noch. Oh, ja. Immer noch so einfach. Na, wenn du denkst, Dark Souls so, du hast es und denkst dir so, yo, alles klar, okay, kriege ich hin. Dann kommt wieder irgendwas an. Kommen wieder mit irgendwas an und rammt es dir in den Bobo. Komm da runter! Das macht mich so wütend, ne? Das ist so eine fucking Zeitverschwendung jedes Mal. Ich hab getreten! Ich hab fucking getreten, du Bastard. Aber dieses Kackspiel will mal wieder nicht. Mann! Ohne Scheiß, warum legt man das auf so eine komische Tastenkombination? Kann man das nicht irgendwie eleganter machen?
Also die sehen sie sowieso einen Witz, ne? Ich kriege es komplett nicht hin, die zu saven. Weil ich die ganze Zeit dumm unterwegs sterbe. Boah, jetzt komm her, du Bastard, Alter. Das macht mich so wütend, ne? Wenn du einfach mal 10 Minuten brauchst, bis du endlich mal hier unten bist. Es ist so nervig. Ja, Sprungattacke. Aber hey, sie passiert nicht mehr so häufig. Das ist ein Fortschritt. Aus irgendeinem Grund habe ich trotzdem zuerst getroffen. Sehr interessant. So nämlich. Sei mir nicht gegönnt, hier No Damage durchzukommen, ne? Aber fast. Jetzt haben wir noch ein zweiter angeschissen kommt. Ich freue mich schon auf Ornstein und Smaug, ne? Die sollen ja auch legendär sein. Auch direkt Doppelboss. Och Mann. Wenn direkt der erste Angriff nicht trifft, dann ist schon direkt Curse. Kann ich direkt vergessen. Hallo? Ist es lächerlich. Mann, manchmal dauert das so lang. Ich bin ausgewichen. Eigentlich. So, ich würde gerne mal heilen, wenn ihr Spiel habt. Mann. Ich muss eigentlich immer warten bis zum Ende. Hallo? Das war fies. Mann, das war auch... Ja, da kommt er. Weich doch aus jetzt. Wir haben keine Zeit für sowas. Alter, das ist ja mal richtig räudig, Alter. Okay, warte mal, wir machen mal was anderes. Okay, deswegen sollte ich auch nicht unbedingt anvisieren, denke ich. Aber ich weiß gerade gar nicht, was ich tun soll jetzt. Wie? Was? Ich hatte doch noch voll viel Leben da. Den Gang finde ich halt voll okay. Nicht so schlimm wie den beim letzten Mal. Aber Jesus Christ, Alter, wenn da noch der zweite kommt. Aber wenn ich nicht anvisiere, habe ich gar keine Ahnung, was ich tun soll. Okay, komm, ich beende jetzt mal diese Folge und dann machen wir gleich die letzte und ich werde doch mein Bestes versuchen, die neu zu schaffen. Wenn nicht, naja, dann nächstes Mal mit neuer Stärke, ne? Tschüss.